Liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Video gibt es einen Überblick, wo Communities of Practice in der Erwachsenenbildung zu finden sind, was sie brauchen und wie wir in der Erwachsenenbildung von ihnen profitieren können. Communities of Practice sind ein Ort und eine Gemeinschaft, um sich mit anderen auszutauschen, neue Ideen zu entwickeln oder im geschützten Raum etwas auszuprobieren. Dieser Wunsch ist bei vielen Kolleginnen und Kollegen derzeit besonders stark aufgrund der digitalen Transformation in der Erwachsenenbildung. Communities of Practice sind an vielen Präsenz- und Online-Orten zu finden. Sie können ganz unterschiedlich organisiert und strukturiert sein. Ein paar Beispiele. Communities of Practice können sich in Gruppen in den sozialen Medien oder in Messengern formieren. Eine Community of Practice kann sich dort aber auch nur zu einer bestimmten Diskussion zusammenfinden, wenn etwa auf Twitter mit Hilfe eines Hashtags zu einer vereinbarten Zeit zu einem Thema diskutiert wird. Ein Beispiel dafür ist der edchat.de, ein Twitter-Chat für Lehrende und Bildungsinteressierte. Communities of Practice in der Erwachsenenbildung können sich auf einer Plattform wie Epale zusammenfinden, wo sich Erwachsenenbildnerinnen aus ganz Europa in Online-Gruppen zu verschiedenen Themen austauschen. Die Austauschplattform des Schweizerischen Verbands für Weiterbildung ermöglicht Erwachsenenbildnerinnen, selbstorganisierte Peer-Webinare auf die Beine zu stellen. Communities of Practice können sich aber auch in einem Forum zusammenfinden, wie zum Beispiel hier im EBMOG Focus oder bei Stammtischen oder bei Tagungsveranstaltungen wie einem Barcamp. Gemeinsam haben alle diese Formen, die teilnehmenden Personen haben ähnliche Ziele, es wird informell gelernt und zwar miteinander und multiperspektivisch. Was braucht es für eine Community of Practice? Eine Community of Practice kann grundsätzlich in jedem Kommunikations- bzw. Kollaborationsraum aktiv werden. Damit sie aber lebendig wird und stabil bleibt, braucht es Folgendes: eine Plattform, auf der sie sich organisieren kann, eine Person oder Personengruppe, die die Community of Practice initiiert und organisiert, die Teilnahme und Teilgabe durch die Mitglieder, denn davon lebt die Community of Practice ja, und sie braucht außerdem Moderation, vor allem wenn es sich um eine größere Gruppe handelt, und natürlich Ressourcen, vor allem zeitliche. Auf welche Weise können wir von Communities of Practice in der Erwachsenenbildung profitieren? Erstens können wir unsere Teilnehmenden ermutigen, sich einer Community of Practice anzuschließen. Oder wir könnten sie dabei begleiten, selbst eine Community of Practice zum Kursthema zu initiieren. So könnte das formale Lernen im Kurs durch informelles Lernen in der Community angereichert und unterstützt werden. Zweitens können wir unsere Angebote community-basiert planen. Ein Beispiel dafür sind community-basierte Webinare für Erwachsenenbildnerinnen, bei denen die Themen von Kolleginnen aufgespielt und dann gemeinsam bearbeitet werden. Die Vorteile: das Angebot ist maximal bedürfnisorientiert und die Expertise kommt direkt aus der Community. Drittens können Lernnetzwerke für die eigene Professionalitätsentwicklung genutzt werden, indem wir uns selbst Communities of Practice anschließen und solche initiieren. Dabei wird Weiterbildung etwas anders als gewöhnlich gedacht, denn das Ergebnis einer Community of Practice ist offen und sie schließt nicht mit einem Zertifikat ab. Dafür können innovative Ideen, unterstützende Netzwerke oder zukunftsträchtige Kooperationen entstehen. In diesem Sinne gibt es nach diesem Modul ein Mini-Online-Barcamp. Bei der Gelegenheit zeigen wir auch vor, wie ein Barcamp funktioniert. Seien Sie live dabei oder sehen Sie die Aufzeichnung an. Wie Sie sich beim Barcamp einbringen können, erfahren Sie bei der Anmeldung.